Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die gestern herausgekommen sind. Es tut mir leid, dass ich dieses Video nicht gestern schon herausgeben konnte. Ich hatte Probleme mit ein paar Mods, die haben sich irgendwie komisch verhalten. Ich habe es gelöst. Also auf jeden Fall, hier geht's los mit den Mods von gestern. Und zwar waren dies einige Mods, die herausgekommen sind. Vier Updates, zwei, die wurden heute nachgeliefert. Vier Updates insgesamt. Wir haben insgesamt drei Karten bekommen. Bevor es jedoch losgeht, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Mieke und bei Erik Lang für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken bei all denen, die gestern spontan beim Livestream mitgemacht haben, wo wir das Antonio Carraro Pack getestet haben auf der Slovenian Hills Karte. Falls ihr dieses Video verpasst habt oder den Livestream verpasst habt, dann bitte oben rechts auf den Link klicken, damit ihr A, entweder die Vorstellung der einzelnen Traktoren aus dem Pack da sehen könnt und auch natürlich auch diese dann direkt auch im Einsatz sehen könnt mit den Spielern, die mitgemacht haben. Daher werden wir hier das Antonio Carraro Pack im Einzelnen nicht nochmal durchgehen. Die einzelnen Maschinen haben wir gestern besprochen in diesem Livestream. Bitte einfach dahin gehen und entsprechend die einzelnen Maschinen ansehen. Wir legen los mit den Updates, wie immer. Und zwar kommt das erste Update für den Strautmann SEK 802 Paletten Autoloader von Akkimobil. Downloadgröße 6,12 MB, jetzt in der Version 1.4 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, automatische Spanngurte aktiviert, erfordert Autoload 1.5 und verbesserte Entlade- und Ladeposition. Dieser Mod braucht das Palett Autoload Specialization von Akkimobil, um korrekt funktionieren zu können. Das nächste Update kommt für das Heulager mit Ballenannahme von FIB7. Downloadgröße 1,26 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Probleme mit Arcusin FSX 6372 behoben, nimmt nun auch Gras und Silage an, Füllkapazität angepasst, Beleuchtung hinzugefügt. Dann gab es zwei Updates von heute, die ich nicht ganz verstehe zum Einzelnen. Also zum einen haben wir ein Update, oder zumindest wird der als Update genannt. Und zwar ist das der Massey Ferguson 7700, kommt von LS Agrar Ole, Downloadgröße 15,89 MB in der Version 1.0. Und das erstaunt mich, weil es ja eben ein Update sein soll und ist für alle Plattformen. Hier gibt es, wie gesagt, kein Changelog. Daher würde ich sagen, gehen wir gleich zum zweiten. Und zwar ist dies der Massey Ferguson 77S. Kommt ebenfalls von LS Agrar Ole, Downloadgröße 10 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Hier haben wir einen Changelog und er sagt, Lenkrad animiert, Joystick animiert, Decals überarbeitet, Spiegel funktionieren, Name zu Massey Ferguson 7700S geändert. Dann zudem, dass das DLC von Antonio Carraro herausgekommen ist, ist auch hier in LS22 eigentlich ein historischer Tag, denn es wurden drei Karten aufs Mal herausgegeben. Und zwar ist zum ersten Mal die Frankenmut-Karte. Da habe ich in der Vergangenheit schon mal eine Tour darüber gemacht. Falls ihr diese verpasst habt, bitte oben rechts auf den Link klicken, damit ihr diese Kartentour noch nachholen könnt. Das Historische dabei ist, es ist eine Vierfachkarte und die wurde freigegeben für alle Plattformen. Also es ist die erste Vierfachkarte, die für die Konsolen auch freigegeben worden ist. Ich habe es nur ein bisschen mitgekriegt gehabt, also der Taylor Farms hat diese Karte, glaube ich, sechsmal bei Giants eingereicht, um die soweit zu kriegen. Also sie ist da, Downloadgröße 180,29 MB in der Version 1.0 und ist wie gesagt für alle Plattformen. Die nächste neue Karte, die herausgekommen ist, ist The Hills of Slovenia oder die slowenischen Hügel oder die Hügellandschaft in Slowenien. Ist eine, hier wird beschrieben, mittelgroße Karte. Ich würde sagen, es ist eine kleine Karte. Die kommt von White Bull Modding. Downloadgröße 77,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Ich würde auch hier sagen, ich habe ein spezielles Video über diese Karte gemacht. Bitte oben rechts auf den Link klicken, um die Map-Tour durch die Slovenian Hills zu sehen. Und die dritte neue Karte, die herausgekommen ist gestern, ist die Clarkson US Vierfach. Kommt von MN99, MN97 und Martin N. Downloadgröße 126,82 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Auf diese Karte befinden wir uns. Bitte oben rechts auf den Link klicken, wenn ihr die detaillierte Map-Tour sehen möchtet. Einfach, ja, wie gesagt, oben rechts auf den Link klicken, damit ihr die Tour ansehen könnt. Ich möchte hier nicht weiter auf die Karte als solches eingehen, sondern wir starten gleich hier mit der Mod-Vorstellung der Mods, die gestern herausgekommen sind im Giants Mod Hub. Und wir starten mit der ersten neuen Mod, und zwar ist das Emily Pack, kommt von Universibu Modding, Downloadgröße 34 MB, Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Pack spezialisiert für die Tierhaltung und wir haben hier 5 verschiedene Geräte. Wir schauen uns die gleich an. Das ist zum einen der Vulcano. Das ist eine Einstreumaschine für Strohballen, die natürlich hier eingeladen werden können und dann entsprechend im Stall verteilt werden können. Hier passt eine Balle rein und das Gewicht liegt bei 3,3 Tonnen, braucht 50 PS, also kann mit einem kleinen Antonio Carraro Traktor bedient werden. Und ja, es gibt keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, daher der Preis 25.000 Euro. Dann haben wir das Sigma-Gerät, und zwar kann das an einen Frontlader angeschlossen werden. Das heißt, das kennen wir. Was Ähnliches kennen wir von dem Robert-Pack. Das wiegt hier 400 Kilo, kostet 22.000 Euro, passt auch eine Balle rein und kann eben auch gebraucht werden, um die Balle zu schreddern und entsprechend in den Stall einzustreuen. Das nächste Gerät ist das AM317, hat 17 PS, hat eine Tankfüllmenge von 100 Litern, 20 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Volumen für Stroh von 3000 Litern, Gewicht 1,1 Tonnen und der Preis 22.000 Euro. Die Farbe kann hier geändert werden, und zwar entsprechend ist das hier diese Besenfarbe, die entsprechend angepasst wird. Und zwar haben wir Grün, Weiß und Rot zur Auswahl. Damit kann man hier oben Stroh einfüllen und dann entsprechend rechts oder links in den Kuhstall abkippen oder ausladen, damit man eben auch hier die Bebettung entsprechend für die Kühe einstreuen kann. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man hier Mischration anmischen kann und somit auch die Kühe füttern kann. Also das ist definitiv hier eine Option, die ich sage, könnte wirklich real sein, weil hier dieses Mischding, würde ich davon ausgehen, dass man hier für den kleinen Kuhstall hier ein bisschen Mischration anmischen kann. Dann haben wir dann Melodies 4.2. Das ist ein Futtermischwagen, wird es hier angegeben, ist aber ein Anbaugerät für einen Frontlader. Ist definitiv dafür gedacht. Hier kann man Mischration anmischen. Volumen 4,2 Kubikmeter, Gewicht 700 Kilogramm und der Preis von 22.400 Euro. Dann haben wir den Melodies 7,5, und zwar hat der, wie angenommen, 7,5 Kubikmeter Volumen. Hier kann auch Mischration angemischt werden, wiegt 900 Kilogramm. Kilo und kostet 36.800 Euro. Also ein Komplettpaket für die Tierhaltung, vor allem für die Kuhhaltung. Hier ganz schön, also sehr ähnlich wie das Robert-Pack. Die nächste neue Mod ist die Eigenbaugabel, kommt von Kyla Modding, Downloadgröße 0,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese selbstgemachte Ballengabel mit einem Gewicht von 94 Kilogramm, ist gedacht für den Frontlader und kostet 1600 Euro. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich das gesamte Gehäuse. Die nächste neue Mod heißt Eigenbau Schaufel mit Zinken, kommt von Eisberge 00, Downloadgröße 1,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Ladevolumen von 2000 Litern, kann natürlich vorne auch noch dann Ballen mit aufspießen. Wiegt 320 Kilogramm und kostet 1200 Euro.
die Farbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und es gibt hier noch ein paar Zusatzfarben, also einmal ein bisschen rostig, altes Eisen oder dann neu aus Fabrik. Das ist also die Farbbezeichnung hier. Das sind also ja, zusätzlich zu der Standardpalette die zusätzlichen Farben. Der Frontgrubber ist die nächste neue Mod und kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 5,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Querneland Frontgrubber mit einem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 8.200 Euro. Wir haben einen neuen Drescher bekommen und zwar ist das der Activa 7347 von Yellowneck, Downloadgröße 20,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Drescher zusätzlich mit dem Freeflow 25 Fuß Schneidewerk. Der Drescher hat eine Leistung von 306 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 620 Litern, 80 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 30 km/h. Maximales Ladevolumen für das Erntegut von 8600 Litern, Gewicht 13,3 Tonnen und kostet 202.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Das Schneiderwerk wiegt 2,3 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 7,6 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 49.500 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der Fendt 1100 MT kommt von Ole Pix bei Ruhrpott, Downloadgröße 11,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt der 1100er Vario MT standardmäßig mit 511 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1320 Litern, 135 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht 23 Tonnen. Der Preis 385.000 Euro in der Standardversion. Hier gibt es die Möglichkeit zu wählen zwischen dem EU-Design und dem US-Design. Des Weiteren gibt es hier die Motorenausführung, die 1151er MT mit 511 PS, die 56er MT mit 564 PS, die 1162er MT mit 618 PS und zu guter Letzt die 1167 MT mit 673 PS. Hier das Bahnlaufwerk kann geändert werden von Standard zu 3 Meter, das heißt also wird einfach ein bisschen breiter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer sehr großen und erweiterten Standardpalette. Also wir haben hier die Standard Fendt-Farben auch noch zugefügt. Und des Weiteren kann keine Konfiguration durchgeführt werden. Der Strautmann Teravitesse CFS 4201 kommt von VarioFan 1987, Downloadgröße 8,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ladewagen mit einem Volumen von 40 Kubikmetern, einem Gewicht von 10,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 15,1 Tonne, braucht 180 PS und hat die Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Preis 95.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Dann gibt es hier die Möglichkeit beim Design hier hinten Dosierwalzen hinzuzufügen und natürlich kann ein Siliermitteltank hinzugefügt werden. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. So, endlich kriegen wir Oldtimer-Traktoren für alle Plattformen und zwar hier der Kramer KL200, kommt von EI Modding, Downloadgröße 5,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 18 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 24 Litern, 20 km/h Maximalgeschwindigkeit und dem Gewicht von 1,5 Tonnen. Der Preis? Schöne 5.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Friedestein, Nokian, Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch und des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der Lizard PN20-1 kommt von Pushcup,
Downloadgröße 5,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Volumen von 2300 Litern, dem Gewicht von 878 Kilogramm, braucht 31 PS, hat eine Arbeits- oder Sprühweite von 3 Metern, 13 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 3000 Euro. Günstig, 3000 Euro, ist aber wirklich auch sehr klein. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus einer Vintage ausgehauchten Farbpalette, ebenso wie die Felgenfarbe. Die Mod Marshall ST1800 kommt von AREC, Downloadgröße 3,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und es handelt sich dabei auch wieder um ein Güllefass, diesmal mit 8 Kubikmeter Ladevolumen, dem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 75 PS, hat eine Sprüh- und Arbeitsbreite von 11 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und der Preis 14.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Lizard, Bredestein, Nokian, BKT, Continental und Trelleborg. Die Aufkleber können geändert werden von Marshall Alt zu Marshall Neu. Die Hauptfarbe haben wir die Standardpalette zur Auswahl, die Designfarbe ebenso und bei den Felgenfarben X Eco. Das FG 800 2000 kommt von Kyler Modding, Downloadgröße 3,28 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Gewicht natürlich, wie der Name sagt, mit einem Gewicht von 1800 Kilogramm oder 1,8 Tonnen, Preis 1000 Euro. Design kann geändert werden ohne BG-Licht und einmal mit BG-Licht, dann Anhängerkupplungen können hinzugefügt werden, ein Fanghaken vorne oder keine. Hauptfarbe haben wir natürlich alle Möglichkeiten der Welt, also zumindest die Standardpalette plus natürlich die ganzen Fendt-Unterfarben. Dasselbe bei der Designfarbe, was dann hier vorne diese Dekoration hier betrifft. Die nächste neue Mod heißt Lizard Pop 6X, kommt von Vanquish VSR Modding Suite mit der Downloadgröße 5,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Schneidwerk für Pappel mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 42.500 Euro. Die Marken können geändert werden zu Lizard, Klaas, John Deere, Krone, Rostelmarsch, Fendt oder keine Markenbezeichnung hier. Die Hauptfarbe, da haben wir die Standardpalette, die erweitert worden ist. Dasselbe für die Designfarbe und natürlich auch für die Felgenfarbe. Die nächste neue Mod heißt Skand Agra Big Bags, kommt von Michael 6920. Downloadgröße 0,88 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Big Bags. Beides ist aber Dünger, Mineraldünger. Das ist das hier. Jeweils 900 Euro der Preis für die 1000 Liter. Ja, so viel dazu. Der Nefas 9509 kommt von R. Michael. Downloadgröße 16,24 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Kippe mit einem Ladevolumen von 48 Kubikmetern, wiegt 8,1 Tonne. Maximales Zuladengewicht von 15,9 Tonnen und der Preis 34.350 Euro in der Standardausführung. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Michelin. Dann kann eine Abdeckung hinzugefügt werden. Ja, das ist hier. Dann diese Designfarbe kann geändert werden. Das sind diese Farbauswahl hier, zum Beispiel Gelb, Dahlien, Blau, Orange und Grau. Die nächste neue Mod heißt Akku Händler Schild Paket und zwar kommt diese von KRKZ Modding. Downloadgröße 1,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Dann haben wir hier also verschiedene Optionen, dieses Schild zu beschriften. Also diese hier. Wir haben jeweils 1200 Euro. Wie es euch lustig ist, könnt ihr hier entsprechend die vertretenen Marken platzieren. Die nächste neue Mod heißt Modernes Haus, kommt von Etiashek, Downloadgröße 8,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Es ist klar, dieses unter Farmhäuser zu finden im Baumenü. Das ist dieses hier, Kostenpunkt oder Baupunkt, Baukosten 50.000 Euro. Das ist dieses hier und hat natürlich eine Schlafoption, hier dieser Trigger. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese einfache Wiegestation und Fruchtsorten-Shop. Kommt von Mantrit, Downloadgröße 1,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar entgegen der Mod-Beschreibung, wo es unter Verkaufsstation geführt werden sollte, ist es hier im Baumenü unter Gebäude und Tools zu finden. Und zwar sind das drei Stück der Anzahl. Und zwar ist es eine Waage mit einem Kaufshop für verschiedene Fruchtarten. Und hier gibt es drei Optionen. Einmal, wo man 30% weniger für die Früchte bezahlt, einmal 10% weniger und einmal 10% mehr. Natürlich ist es klar, da wo man weniger bezahlt, ist der Kaufpreis oder Platzierungspreis natürlich entsprechend höher. Also man muss sich gut überlegen, welche Option man hier dann nimmt, langfristig gesehen. Schön dabei ist hier die digitale Anzeige des Gewichts und so weiter und so fort. Und wir haben hier sogar die Möglichkeit, das Gerät entsprechend sauber zu machen. Das heißt, wenn das Gerät schmutzig kommt, eine Tonne Schmutz drauf hat, kann man hier drauf fahren, das beladen und dann erstmal den Schmutz wegmachen. Dann hat man ja eine Tonne gratis Material bekommen. Die nächste neue Mod heißt Große Waage, kommt von Vergamini Modding und Lost Gamer. Downloadgröße 0,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ja, einfach eine Waage hier, die kann platziert werden, natürlich zu finden im Baumenü unter Tools. Ist diese Waage hier, Platzierungskosten 65.000 Euro und 40 Euro Unterhalt pro Tag. Die nächste neue Mod heißt Enercon E115EP2, kommt von Agrartechnik Nordeifel, Downloadgröße 4,57 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Zu finden natürlich im Baumenü unter Produktionen und Generatoren sind diese drei Windräder zu finden. Einmal 149 Meter groß für 2,71 Millionen Euro, sollte aber abwerfen 270.000 Euro pro Monat. Dann haben wir die 135 Meter Version, die wirft dann ab 253.800 Euro pro Monat zu den Baukosten von 2.530.000 Euro. Und dann haben wir die kleinere Version, die ist 122 Meter, soll abwerfen zu 136.880 Euro pro Monat und die Baukosten liegen bei 2.340.000 Euro. Wir kommen zu ein paar Script-Mods und zwar ist dies zum ersten das Bankmanagement, kommt von MX11, Downloadgröße 25 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Vereinfache die Verwaltung deiner Bankgeschäfte mit dem Bankmanagement. Zum einen kannst du je nach Gameplay einen Kredit aufnehmen oder tilgen. Außerdem kannst du den Kreditzinssatz oder die Eigenkapitalquote anpassen. Darüber hinaus ist es möglich, den Kontostand und den aktuellen Kreditbetrag direkt anzupassen und so ihren Spielfortschritt direkt voranzutreiben. Okay, das wäre also einmal eine neue Option dazu. Klingt interessant. Die Standard-Tastenkombination soll sein Shift links, also das hier, und dann die Taste M und dann sollte das aufpoppen. Das ist dieses hier. Okay, Eigenkapital ist das hier. Der Kontostand ist der hier. Eigenkapitalquote kann hier angepasst werden. Die Kreditobergrenze. Auf jeden Fall kann hier ein bisschen herumgespielt werden. Ich bin kein Bankfachmann, also ich würde hier jetzt nicht unbedingt wissen, genau was zu machen ist. Wir kommen zu der nächsten Script-Mod und zwar heißt die Schnellere Nacht, kommt von Apueri, Downloadgröße 24 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Es ist, glaube ich, überflüssig zu erwähnen, dass es hier dazu gilt, die Zeit entsprechend vorzuspulen oder ja, voranzutreiben, wenn es Nacht wird. Das heißt also, man kann dann, die Nacht wird kürzer. Ja, auf jeden Fall ist es diese Script-Mod hier.
Als nächsten Script Mod haben wir den Tankwarnung von LS Farmers, Downloadgröße 26 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser löst eine akustische Tankwarnung bei weniger als 20% Tankinhalt aus. Und zwar funktioniert das sowohl für Diesel-, Methan- und Elektromotoren. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod. Und zwar ist das platzierbare Lagersilo. Kommt von Airshaber, dem VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 2,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Lagersilo zum einen mit 240.000 Liter für Saatgut, festem Kompost und Kalk. Und das platzierbare Lagersilo mit ebenfalls 240.000 Litern zur Lagerung von Schweinefutter und Mischration. Das war es mit den Mods von gestern. Ich muss mich nochmal entschuldigen, dass dieses Video nicht früher herausgekommen ist. Wie gesagt, ich hatte technische Probleme mit einer Mod. Noch habe ich nicht ganz genau herausgefunden, was es war. Lasst mir doch den Daumen da, falls euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr keine dieser Mod-Vorstellungen verpassen wollt in der Zukunft, dann bitte das Abo abholen. Ja, dann würde ich mal sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns später wieder, wenn die neuen Mods herausgekommen sind von heute. Und dann würde ich sagen, ja, bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.